Hey Leute, ich bin's wieder, eure Malwanne, und willkommen zu einer weiteren Folge von Oscars Kochshow. Ihr habt schon gemerkt, ein etwas ungewöhnliches Intro, denn die liebe Malwanne, die ihr vielleicht kennen werdet von erfolgreichen Formaten wie Wie schmeckt's? Diese werte Dame, die auch eigentlich Inspiration für Oscars Kochshow war, hat ein Kochbuch rausgebracht. Und zwar das Kochbuch Wie schmeckt's? Und das hat sie mir sogar zugeschickt, also vielen, vielen Dank, liebe Malwanne. Wenn ihr das Buch kaufen wollt, dann könnt ihr mal in der Videobeschreibung auf einen Amazon-Link klicken. Keine Werbung übrigens, also ich bekomme da kein Geld für, sie hat mir eben nur so eine süße Box zugeschickt. Heute an diesem Tag kommt dieses Kochbuch raus und ich dachte mir, ich kann ja mal ein paar Rezepte aus diesem Kochbuch nachkochen. Ich hatte, bevor ich dieses Buch bekommen habe, keine Ahnung, was da so drin ist, aber wie ihr hier oben sehen könnt, habe ich 3 Rezepte rausgesucht, die wir kochen werden. Es wird wieder süß und deswegen würde ich sagen, wir müssen jetzt erstmal einkaufen. Deswegen gibt es eine weitere Folge von Driving with David. Boah, stell dir mal vor, diese Schranke geht jetzt hier raus. Halt's Maul. Voll nicht in Stimmung gerade für so ein Kacke. Oh, bist du schlecht drauf? Hast du keinen Bock zu drehen? Du hast aber keinen Bock zu drehen. Doch, ich hab Bock zu drehen, weil das ist für mich eigentlich immer so wie Zeit mit Kumpels verbringen. So. Oh. Soll ich die mal hinten drauf fahren? Warum sagst du das immer? Nein! Duck! Den bringst du so oft. Soll ich den mal hinten drauf fahren? Du musst das Auto kurz zeigen. Was ist das? Ein Audi? Ein fetter Audi. Ein fetter Audi. Sie will mich triggern. Eine weitere Folge von Driving with David featuring quietschendes Kupplungspedal. Übrigens, ich muss mal ganz kurz fette Shoutouts an David raushauen, der mit dem Fahrrad zu mir gefahren ist, dann zu sich gefahren ist, um dann mit dem Auto wieder zu mir zu fahren, nur damit wir 5 Minuten Driving with David machen können. Absoluter Ehrenmann. Wärst du dem hinten drauf gefahren, du? Das wäre teuer gewesen. Ja, ich habe ja Teilkasko. Soll ich den mal hinten drauf fahren? Was ist denn mit dir? Und springen! Hände hoch! Ja, 2 Cheeseburger bitte. Ja, und dennoch eine mittlere Cola. Die haben gerade Feierabend, das weißt du schon. Ah, okay. Das war eine weitere Folge von Driving with David. So Leute, oh mein Gott. Wir haben einfach eine halbe Stunde eingekauft für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen. So, ihr seht auf jeden Fall, das ist ultimativ ungesunde Zerstörung. Wir haben eingekauft Brot, Marshmallows, Fluff, Alter, Fluff, Schlagsahne, Jellybeans, Schokotropfen und Smacks. Und ich lese euch ganz kurz vor, was für Rezepte wir machen. Als erstes Gericht haben wir das Erdbeermarmeladenbrot. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich nie wirklich aktiv irgendwelche Kindheitsshows geguckt oder so. Ich durfte sowas nie schauen. Das Einzige, was ich schauen durfte, war Die Sendung mit der Maus. Und es gab auf der Website von Die Sendung mit der Maus ein Spiel von diesem Tom, wo man sein Erdbeermarmeladenbrot macht. Und das werden wir heute in Real machen. Da bin ich sehr hyped drauf. Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Ist der Beste. Dann eine weitere Serie, die ich tatsächlich wirklich geguckt habe, ist Stranger Things. Da machen wir den Ego Extravaganza. Tobella. Dafür haben wir nämlich auch diese ganzen ungesunden Sachen hier gekauft. Und zum krönenden Abschluss, zum Nachtisch, nach diesen ganzen äußerst nährreichen Gerichten, machen wir Rice Krispie Treats. Die sehen richtig, richtig geil aus. Ich würde sagen, wir fangen mit den Rice Krispies an, weil die müssen 30 Minuten dann abkühlen. Währenddessen können wir dann die ganzen anderen Sachen machen und dann am Ende alles zusammen probieren. Wir haben hier eine Schüssel, die wir mit Kokosöl eingefettet haben. Hinten haben wir noch eine Form stehen, da werden wir das Ganze gleich umfüllen. Davon brauchen wir jetzt 100 Gramm. Jetzt soll man eigentlich gepufften Reis nehmen, aber wir haben ums Verrecken keinen gepufften Reis gefunden. Deswegen nehmen wir einfach Amaranth Pops. Der zweite Schritt ist jetzt nämlich, dass man Fett mit Zucker und mit Zucker vermischt. Dafür müssen wir rüber in die Küche. Wir müssen jetzt erstmal 50 Gramm Butter schmelzen. Da müssen wir gleich dann Marshmallows reinschmelzen. Gott, Alter. Und dann noch ein bisschen Vanilleextrakt. Holy shit! So, jetzt kommen da Lauchlife 300 Gramm Mini-Marshmallows rein. Ach du Scheiße! Kann es sein, dass der Topf nicht reicht? Kann es sein, dass du dumm bist? Kann es sein, dass du dumm bist? Das habe ich jetzt natürlich ein bisschen unterschätzt hier. Shit.
Okay, vielleicht nehmen wir doch einen größeren Topf. Oh. Oh mein Gott, ey. Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Ja, das ist jetzt karamellisiert. Boah. Karamellisiert einfach. Tschüss. Jetzt nehmen wir nämlich diese Masse und füllen die in diese Schüssel mit unseren, mit unserem Reisstuff rein. Das sieht ja so geil aus. Boah, das riecht. Ah, ich bekomme so einen Krampf, Alter. Du übernimmst. Vielleicht bekommst du auch einen Krampf. Ich krieg einen Krampf. Das ist echt anstrengend, ne? Mhm. Na gut. Jetzt müssen wir nämlich diese eingefettete Form hier nehmen. Ah, das ist ja heiß. Ah, das wird echt schon hart. Alter, das sieht aus wie ein Spinnennetz. Nein, fuck. Oh mein Gott. Scheiße, das ist ein Fail. Ich bin so schlecht. Aua, das ist voll heiß. Ah! Junge, das ist wirklich einfach Kleber. Gib dir das mal. Was ist das denn? Und ich glaube, wir haben die Marshmallows einfach viel zu lang gebacken, weil jetzt ist es alles braun. Ey, ich krieg das da nicht raus. Mach das doch mit so einem, Ja, ja, schon. Ich weiß schon, aber das klebt ja auch. Ah, das hat Silikon, das ist geil. Ist ja salzig, oder? Das ist echt salzig. Ja. Das schmeckt so ein bisschen karamellig irgendwie. Habe ich wohl doch ein bisschen zu viel Salz reingemacht. Das schmeckt echt wie Salty Caramel. So, jetzt das Ganze in der Form. Jetzt müssen wir das noch eine halbe Stunde abkühlen lassen. Während die Rice Krispies draußen kühlen, machen wir mit den Eggo Extravaganza weiter. Dafür habe ich extra schon einen normalen Waffelteig gemacht. Denn eigentlich besteht dieses Rezept aus nichts anderem als Waffel. Zwischendurch Ungesundes wie Schlagsahne oder Fluff. Waffel? Erklär mal den Leuten, was Fluff ist. Also Fluff ist Marshmallow-Creme. Genauso wie es klingt, Marshmallows geschmolzen als Creme. Als Brotaufstrich. Und in Amerika essen die das zum Frühstück. Ich lese euch mal die Zutatenliste von Fluff vor. Stärkesirup, Zucker, Hühnertrockeneiweiß. Ja, das war's. Ich würde sagen, wir müssen erstmal ein paar Waffeln backen. Wir haben jetzt hier ein paar Waffeln gemacht und die werden wir jetzt, oh mein Gott, ey, abwechselnd mit Fluff und Sprühsahne bestreichen. Also ich nehme jetzt hier mal eine Waffel. So, jetzt nehmen wir hier einen fetten Scoop von Scoopity Scoop. Alter, wie das schon aussieht, ey. Jetzt kommt Sprühsahne. So, jetzt kommt natürlich wieder Fluff. So, wieder Sprühsahne. Die letzte Waffel kommt drauf. Oh mein Gott! Da kommt jetzt richtig Fett. Komplett übertrieben. Und jetzt, jetzt Leute, jetzt dekorieren wir das Ganze noch mit Jellybeans, Schokotröpfchen und ein bisschen Marshmallows. Hier riecht aber sehr fein. Ja. Was gibt's? Wo ist meine Waffe? Da sind deine Waffen. Ey, aber es ist noch nicht fertig. Moment, ihr müsst noch mal zurück. Es ist noch nicht fertig. Weg. Oh, damn! Made in Germany. Made in China. Naja. Damit hätten wir das zweite von drei Gerichten fertig. Und als letztes ist das legendäre Erdbeermarmeladenbrot mit Honig dran. Dafür brauchen wir, ihr habt's geahnt, Brot. Da schneiden wir jetzt so eine richtig fette Scheibe von ab, würde ich sagen. So, bisschen dicker. So, ich glaube, wir halbieren das hier nochmal. Das sieht so saftig aus, ne? So, jetzt haben wir hier unsere Erdbeeren. Die habe ich schon vorbereitet und klein geschnitten. Die müssen wir jetzt so ein bisschen zermanschen. Die haben einfach keinen Bock zu sterben. So, jetzt haben wir hier die Tomaten so ein bisschen... Tomaten. Jetzt haben wir hier die Erdbeeren ein bisschen püriert. Die können wir jetzt hier auf das Brot klatschen. Seid ihr so jemand, also ist mir jetzt nur gerade aufgefallen, ich mache unter Nutella immer Butter. Machst du unter Nutella Butter? Ich find's geil. Macht ihr unter eure Nutella Butter? Könnt ihr mal oben in der Ecke abstimmen. Außerdem, wenn ihr das legendäre Erdbeermarmeladebrot mit Honig kennt, dann schreibt das mal in die Kommentare. Also ich habe das geliebt früher und ich wollte das immer essen. Jetzt bräuchte man eigentlich, wie man auch auf dem Bild hier so erkennen kann, so einen Klecks Honig. Das glaube ich sogar, der ist aus einem Garten von Freunden von uns, ne? Davon können wir jetzt nämlich so einen fetten Klecks nehmen, das da so drüber machen.
alle, die dieses Video anschauen und Hunger haben, werden so sterben. Sorry an euch da draußen. Und mit großem Stolz präsentiere ich euch 3 Rezepte aus Mal wann es wie schmeckt's. Boah, das sieht alles so geil aus. Ich würde sagen, wir fangen hier an. Ey, Waffeln an sich sind ja schon geil, ne? Aber dann noch mit Zucker und Zucker. Boah, da bin ich richtig gespannt. Wir haben hier einmal Eggo Extravaganza. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja so geil. Ey. What? Ja. Eggo Extra. Was? Hätte ich ja niemals gedacht. Eggo Extravagante. Safe. 5 von 5. Echt? Ja, Mann. Boah, geil. Jetzt, weil das möchte ich mir wirklich bis zum Schluss aufheben, kommen wir zu den Rice Krispies. Die habe ich kaum aus der Form bekommen. Die sind so klebrig. Geil. Mmh, schmeckt mega geil, vor allem auch mit dem Salzigen. Geht voll klar. Mir wird jetzt schon schlecht, ey. Das war auf jeden Fall nicht so geil wie das hier. Aber auch safe 4 von 5 oder so. Das Finale. Erdbeer-Marmeladenbrot mit Honig. Da ist einfach so ein fetter Klecks Honig drauf. Und ich versuche da ein bisschen von abzubekommen. Alter, das sieht halt so geil aus. Boah, ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Sonst ist mein Kindheitstraum einfach komplett zerstört. Hm. Erdbeeren sind so geil. Schmeckt viel besser, als ich dachte. Weil ich dachte so, boah, ohne Butter oder irgendwas drunter, schmeckt voll wack. Schmeckt aber voll geil. Auch mit dem Honig. Sehr viel Honig. Das war Wie schmeckt Mal Wannes Kochbuch. Ich muss sagen, wirklich exzellente Rezepte. Also das hast du sehr, sehr gut gemacht, liebe Vanessa. Vielen, vielen Dank nochmal, dass du mir das Buch geschickt hast. Wenn ihr das auch kaufen wollt, dann ist wie gesagt der erste Link in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann in einem weiteren Video am Montag wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Das ist voll geil, oder? Mhm. Das schmeckt echt nice, muss ich sagen.